Thorsten hat folgende Situation. Ein Thema, drei Sprachen, Englisch, Deutsch und Spanisch. Er fragt sich, ob es sinnvoll ist, jeweils einen Kanal in einer Sprache zu machen oder einen Kanal, der alle Sprachen drin hat. Was würden wir da empfehlen? Einen Überkanal oder separate Kanäle? Welche Vor- und Nachteile sind zu beachten? Außerdem fragt er sich, wie er dann den Kanalnamen wählen sollte, wie er die Keywords für die einzelnen Kanäle machen kann, ob es einen Unterschied macht, aus welchem Land man diesen Kanal dann entsprechend betreibt und noch viele weitere Fragen. Und all das wollen wir uns einmal in diesem Video anschauen. Es geht hier wirklich darum, wenn du einen Kanal hast mit Videos in mehreren unterschiedlichen Sprachen, wie du das am besten umsetzt und in welchen Situationen, welche Art der Umsetzung am sinnvollsten ist. Das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und eigentlich müssen wir zwei Situationen hier unterscheiden. Erstens, du machst Videos und die haben wirklich eigene Audiospuren oder du machst wirklich drei komplett eigene Videos, die zwar zum gleichen Thema sind, aber die du komplett neu drehst und indem du jeweils eine andere Sprache sprichst. Oder es gibt eine Synchronisation, die du eben im Audio auf diese eigenen einzelnen Videos hast. Das heißt, du hast zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Deutsch, Englisch und Spanisch unterwegs sind, hast du wirklich für diese drei Sprachen jeweils ein eigenes Video. Die andere Situation, Situation Nummer zwei wäre, es wird in den Videos nicht gesprochen oder du hast diese anderen Sprachen nur durch Untertitel. Wenn das der Fall ist, dann hast du ja eigentlich nur ein Hauptvideo, was sich unterscheidet, sind aber die Untertitel. In diesen beiden Situationen ist die Situation komplett anders. Wir fangen mal an mit, du hast wirklich drei komplett unterschiedliche Videos. Wenn du unterschiedliche Videos hast, würde ich dir empfehlen, auch mehrere Kanäle anzulegen. Denn man könnte natürlich jetzt auch sagen, ich mache einen Hauptkanal und da kriege ich ja dann auch mehr Abonnenten, weil ich aus all diesen Sprachräumen Abonnenten bekomme und da lade ich einfach alle Videos hoch. Das machen manche so, aber das hat ein großes Problem. Und zwar, wenn jetzt ein neuer Zuschauer auf deinen Kanal kommt, sieht er ja plötzlich auch ganz viele Videos in Sprachen, die er gar nicht versteht. Und das kann schnell zu einem Problem werden, denn wenn er sich jetzt viele Videos nicht anschaut, dann denkt der Algorithmus vielleicht plötzlich, das ist ja gar nicht so interessant anscheinend, der Kanal, und ich zeige den doch nicht mehr diesem Zuschauer an. Oder vielleicht überfordert es auch den Zuschauer, wenn er dann plötzlich in seiner Abo-Box Videos auf Sprachen findet, die er überhaupt nicht versteht. Das führt dazu, dass Abonnenten nicht mehr so viele Videos anschauen und so weiter und kann dem Kanal tatsächlich langfristig mehr schaden als helfen. Da ist es häufig sehr sinnvoll, wirklich zwei unabhängige Kanäle zu haben mit unterschiedlichen Synchronisationen. Ein super Fallbeispiel, finde ich, ist hier der Kanal Kurz gesagt, ein Kanal, der aus Deutschland kommt, aber seinen internationalen Durchbruch hatte mit englischen Videos, dann eben aus diesem Hauptkanal, der Kurz gesagt hieß, in a nutshell gemacht hat, was jetzt der englische Kanal ist, um einen zweiten deutschen Kanal wieder aufzumachen, um dort doch noch deutsche Videos hochzuladen. Also da so ein bisschen hin und her, aber die haben auch gemerkt, es ist total viel sinnvoller, zwei eigene Kanäle zu haben. Und auch, das ist auch das, was ich aus Erfahrung sagen kann. Und dann ist das Vorgehen auch eigentlich ganz simpel und ganz logisch, weil wenn du drei unterschiedliche Kanäle hast, ja, dann kannst du die auch eigentlich wie einzelne Kanäle betreiben. Du hast ja immer wieder Content, den du zwar auf alle drei Kanäle hochlädst, aber jeden Kanal kannst du wie einen eigenen Kanal aufziehen. Du machst einen deutschen Kanal, vielleicht haben die auch alle den gleichen Namen und da steht dann immer nur Deutsch, Englisch, Spanisch dahinter. Wenn du aber natürlich den Namen des Kanals auch übersetzen kannst und möchtest, ist das natürlich auch unter Umständen eine sinnvolle Möglichkeit, das zu tun. Aber dann machst du eigene Kanaltext, eigene Kanalbeschreibungen in den einzelnen Sprachen. Du machst natürlich auch die Videos komplett unabhängig, die kriegen ihre eigenen Titel, Beschreibungen, Tags, jeweils auf der eigenen Sprache, eigene Thumbnails und so weiter. Es ist alles komplett unterschiedlich, als ob du drei Kanäle gleichzeitig betreiben würdest. Wenn wir jetzt Videos haben, die zum Beispiel keinen Ton haben, wir wollen aber, dass die Titel auf allen möglichen unterschiedlichen Sprachen haben und in verschiedenen Ländern funktionieren, oder wenn wir Videos haben, wo wir einfach ganz viele verschiedene Untertitel haben, dann ist die Situation anders. Dann würde ich nur einen Kanal machen, denn hier können wir wirklich diesen Vorteil nutzen, dass wir von ganz vielen Sprachräumen die Leute auf einen Kanal bekommen und den dadurch größer machen können, ohne diesen Nachteil zu haben, dass die Leute Videos auf anderen Sprachen sehen, denn jedes Video ist ja quasi auf ihrer Sprache. Denn dann können wir es wirklich machen, dass wir ein Video haben, aber der Titel jeweils unterschiedlich auf jeder Sprache ist. Und das Ganze geht auch auf dem Kanalniveau, dass auch wirklich der Kanalname selber, die Kanalbeschreibung und so weiter, auf unterschiedlichen Sprachen unterschiedlich ist. Was ich machen würde, ist, ich würde anfangen und den Kanal erstmal anlegen auf der allgemeinsten Sprache, auf der weit verbreitetsten. Meistens wird das Englisch sein. Das heißt, du legst den Kanal erstmal englischsprachig an. Das hat den Vorteil, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand, für den du keine extra Sprache eingestellt hast, sagen wir jemand aus Indien kommt auf deinen Kanal und du hast aber nur Deutsch, Spanisch und Englisch, dann würde diesen Kanal auf Englisch sehen und Englisch wahrscheinlich am besten verstehen von diesen Sprachen. Deshalb ist es sinnvoll, einfach die weit verbreitetste Sprache von diesen Sprachen, die du machst,
zu nehmen und meistens wird das eben Englisch sein. Damit stellst du erstmal den Kanal grundlegend ein. Und dann kannst du hingehen und den Kanaltitel und die Kanalbeschreibung in die ganzen einzelnen Sprachen übersetzen. Um jetzt den Kanalnamen und die Kanalbeschreibung zu übersetzen, gehst du wie folgt vor. Ich habe jetzt hier mal testweise einen Kanal angelegt, der einen englischen Namen und eine englische Beschreibung hat. Um das jetzt zu bearbeiten, gehst du auf Kanal anpassen. Und dann, wenn du hier auf dieser Kanal anpassen Seite bist, findest du hier dieses Zahnrad und unten den Bereich, wo hier steht, dass man seine Infos übersetzen kann, indem du deine Kanalinfos übersetzt. Da klickst du drauf und dann kommst du auf diese Seite und hier können wir den Kanal übersetzen. Zunächst einmal müssen wir die Originalsprache auswählen. Hier wähle ich jetzt in diesem Fall Englisch aus und lege das als Sprache fest. Hier haben wir auch weiterhin unseren ganz normalen Kanalnamen und die Kanalbeschreibung. Die können wir hier auch nicht bearbeiten. Was wir aber bearbeiten können, sind Übersetzungen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel dann mal Deutsch als Übersetzung auswählen, können wir hier hingehen und dann eben den deutschen Kanalname eingeben und auch hier eine deutsche Übersetzung des Textes. Wenn wir dann unsere Übersetzung eingegeben haben, können wir die hier einfach speichern und der Kanal ist jetzt auf den verschiedenen Sprachen übersetzt. Und wenn wir jetzt hier nämlich hier reingehen, sehen wir direkt, der Kanalname ist auf Deutsch, denn ich habe mein YouTube auf Deutsch eingestellt, die Kanalinfo auch. Und wenn ich jetzt hingehe und mein YouTube von der Sprache Deutsch auf irgendeine andere Sprache einstelle, sagen wir zum Beispiel mal Spanisch, dann sehe ich trotzdem den englischen Namen, weil wir eben genau das haben, dass der überall erstmal auf Englisch angezeigt wird, außer ich stelle Deutsch als Sprache ein. Und das ist natürlich total praktisch. Was wichtig ist zu wissen ist, wenn du jetzt nochmal den Kanal bearbeiten möchtest, dann musst du ihn auch auf Englisch einstellen, denn wir haben jetzt als Standardsprache Englisch ausgewählt. Das ist dann leider so, du kannst nur, wenn du dein YouTube dann auf Englisch einstellst, also wenn wir jetzt hier bei der Sprache nochmal Englisch auswählen, zum Beispiel einfach mal Englisch US, dann können wir den Kanal auch wieder bearbeiten. Das ist eine ganz wichtige Sache im Hinterkopf zu behalten. Aber jetzt haben wir es erstmal so eingestellt, dass eben auf Deutsch der deutsche Kanal und auf allen anderen Sprachen der englische Kanal angezeigt wird. Und auf die gleiche Art und Weise können wir auch noch mehr Sprachen als nur Deutsch hinzufügen, sodass der Kanal auf ganz vielen verschiedenen Sprachen einen eigenen Kanalnamen und eine eigene Kanalbeschreibung hat. Wichtig ist hier natürlich, dass du die Grafiken, die du auf den Kanal einstellst, also zum Beispiel das Profilbild oder das Kanalbanner, dass die auf allen Sprachen funktionieren, indem sie entweder nur Bilder sind oder verschiedenen Text auf verschiedenen Sprachen haben. Wenn du jetzt einzelne Videos hochlädst, kannst du ganz ähnlich vorgehen wie bei dem Gesamtkanal. Auch hier lädst du die Videos erstmal in der verbreitetsten Sprache hoch, zum Beispiel Englisch. Machst den Titel auf Englisch, die Beschreibung auf Englisch, die Text auf Englisch und so weiter. Auch hier beim Thumbnail solltest du natürlich schauen, am besten benutzt du nur Bilder, sodass das Ganze erstmal in jeder Sprache funktioniert. Und dann kannst du, nachdem du das Video hochgeladen hast, das auch noch in alle möglichen unterschiedlichen Sprachen übersetzen. Und zwar nicht nur die Untertitel, sondern auch Titel und Beschreibung von deinem Video. Wir haben jetzt hier also ein Video auf diesen Kanal hochgeladen, was einen englischen Titel, eine englische Beschreibung hat. Um diese jetzt anzupassen, sodass es auf allen möglichen anderen Sprachen entsprechend der Sprache angepasst wird, gehen wir auf Details und dann auf Untertitel. Wenn wir hier zum ersten Mal hingehen, sehen wir, dass wir hier erstmal eine Standardsprache für das Video festlegen können. Sagen wir jetzt in diesem Fall einmal Englisch. Immer für meinen Kanal verwenden, können wir so bestätigen. Wenn du hier in deinem Video Deutsch sprichst, kannst du hier auch Deutsch als Sprache des Videos auswählen. YouTube erkennt, wenn die Sprache des Titels anders ist als die Sprache des Videos selbst. Um jetzt weitere Sprachen hier hinzuzufügen, gehen wir auf Sprache hinzufügen und wählen dann zum Beispiel Deutsch aus und können jetzt hier bei Titel und Beschreibung einen deutschen Titel, eine deutsche Beschreibung hinzufügen. Also hier jetzt einfach das übersetzen, was wir quasi standardmäßig im Englischen hatten. Das gleiche gilt für die Beschreibung, auch wie für den Titel. Hierfür lohnt es sich häufig, gerade wenn du längere Beschreibungen hast, in denen immer Teile gleich sind über deinen Kanal und so weiter, sich das irgendwo zu speichern, sodass man das einfach immer einfügen kann. Ich habe es hier jetzt immer extra kurz gehalten und gehe jetzt hier auf Veröffentlichen. Und wir sehen, jetzt haben wir hier bei Titel und Beschreibung sowohl Deutsch als auch Englisch. So können wir jetzt noch viele weitere Sprachen hinzufügen. Und wenn wir uns dann das Video ansehen auf YouTube, dann sehen wir jetzt, weil mein YouTube auf Deutsch gestellt ist, dass ich hier den deutschen Titel und den deutschen
Beschreibung sehen sollte. Und wenn ich dann jetzt hier mal meine Sprache ändere, und jetzt haben wir wieder den gleichen Fall, wenn man jetzt aus irgendeinem anderen Land kommt, also weiß ich nicht, zum Beispiel Italien und das Ganze auf Italienisch eingestellt hat, dann sollte man in allen Fällen eben diesen Standard englischen Titel sehen können. Und das ist ja auch genau das, was man will. Und so kannst du es dann schaffen, auf einem Kanal sinnvoll mehrere Sprachen unterzubringen. So kannst du es dann also schaffen, dass du einen Kanal hast, der in allen möglichen unterschiedlichen Sprachen unterschiedlich aussieht und jeweils sich passend anpasst für die entsprechende Person. Das bietet sich natürlich vor allem dann an, wenn du Videos hast ohne Sprache oder welche, wo du wirklich sehr viele Untertitel unter den Videos hast. Jetzt noch natürlich noch ein, zwei Kleinigkeiten. Was ist das denn jetzt mit dem Land, aus dem du hochlädst? Hat das einen Einfluss auf diesen Kanal, entweder den einen, den du betreibst, oder diese mehreren unterschiedlichen? Das ist komplett egal. Es geht wirklich auch in der Sprache der Videos, geht es um die Sprache, die die einzelnen Videos haben. Das heißt, wenn dein Video auf der entsprechenden Sprache Titel und Beschreibung hat, dann wird es auch in der entsprechenden Sprache angezeigt oder auch nicht. Das ist egal, von wo du hochlädst. Die Tags sind mittlerweile auch so unwichtig geworden, dass es nicht schlimm ist, dass du diese zum Beispiel nur auf Englisch hast. Wenn du die in mehr Sprachen haben möchtest, kannst du auch in allen Sprachen ein paar Tags hinzufügen. Die Tags sehen die Zuschauer später ja eh nicht. Und wenn du dich noch mehr damit beschäftigen möchtest, wie man Untertitel für seine Videos hinzufügt, sodass die in allen möglichen Sprachen verfügbar sind, dann empfehle ich dir dieses Video, da habe ich schon mal genau erklärt, wie man Untertitel zu seinen Videos hinzufügt. Ansonsten hoffe ich, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte, wenn du planst, einen internationalen Kanal zu starten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.